Meine lieben Leute, wir befinden uns nach wie vor in der Nachtfestung. Irgendwer hat hier hinter uns gepult. Willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. For fuck's sake, was ist denn das hier? Irgendein Dödel hat ihr pult, Kinder, hinter uns. Hopp. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, du Kacke. Jetzt will ich mal aus dieser Beute rausgehen. Hm? Ja. Hm, ist gedacht. Das wird ein Vibe. Irgendwer hat gepult. Er sagt mir, wer kommt denn eigentlich danach? Groß Magistrix Elisande, ist sie das? Da könnte ein flammendes Relikt und auch ein Arkanes. Ich brauche ein Frostrelikt, for fuck's sake. Hier, Frost. Das ist leider Arkan, for fuck's sake. Ich brauche aber Frost hier. Das Ding hätte ich gebraucht. Scheiße. Verdammt. Also wird es da auch erstmal interessant werden, ob wir da nochmal, ja, es wird dauern, bis wir da... Also, klar, diese Waffe ist halt jetzt auch gerade mal 8,50, ne? Also, ich habe nur ein einziges, zwei Relikte drin. Das ist halt entsprechend schlecht. Gegenstandsstufe ist auch gerade mal 8,71. Die waren mir vorher sehr viel höher. Und das, obwohl ich da nicht drei Slots frei hatte. Ja, ich habe halt jetzt gerade habe ich halt auch nur zwei Slots, ne? Ja, hier, die beiden. Also eins komplett frei. Dass das nicht einfach so unterwegs geht, kann ich auch nicht nachvollziehen, Leute. Ach, kommt der Hochbotaniker jetzt doch? Jo! Der Hochbotaniker, Kinder. Vielleicht ist doch noch Frost da. Nein, schade. Oh, ich hatte gehofft, dass es hier noch ein Frost, was Frostiges gibt, aber... Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Das wäre auch einfach zu schön gewesen. Dann wird sich zeigen, wie lange wir da brauchen. Um da dann irgendwann unsere Firespec aufzuholen. Also generell, wie gesagt, ich habe gerne umgeskillt. Hatte das auch längere Zeit vor. War mir nicht ganz sicher, ob ich Frost oder Arkan nehme. Habe mich dann aber für Frost entschieden, weil laut Noxic ist Frost-Spec der stärkste Spec im Moment. Allerdings ist das natürlich auch immer wieder so eine trügerische Geschichte. Wenn jemand oder sagen wir es mal lieber so, der Damage berechnet sich immer nach deinem Equipment. Ich habe gar nicht alles. Und auf einem bestimmten Punkt im Spiel kannst du mit den Gegenständen, die du dort bekommst, an ganz andere Caps kommen. Nehmen wir zum Beispiel einen Haste Cap oder so. Ja, wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Haste Cap benötigen würdest, damit, sagen wir mal, die Frost-Spec am stärksten oder die Arcan-Spec am stärksten wird. Und dieses Cap ist meinetwegen bis zu einem bestimmten Patch, bis zu einem bestimmten Content-Patch, ist es einfach gar nicht erreichbar. Und entsprechend ist dann das Potenzial dieser Skillung sehr viel höher im späteren Verlauf des Spiels, dann also am Ende, im Endcontent, während am Anfang vielleicht noch was ganz anderes zu besser war. Also ich weiß nicht, wie es ganz am Anfang von Legion war, welches Spec da am besten war, aber es war bis jetzt immer so, dass sich das durchrotiert hat. Das heißt, zu Beginn, und das auch durch alle Klassen, ne? Also zu Beginn ist meinetwegen der Arcan-Spec am stärksten gewesen. Und irgendwann war es dann so, dass durch das Equipment, was man durch Raids bekommen konnte, als dann meinetwegen, sagen wir mal, als dann
als dann das marktgrüne Albtraum freigeschalten wurde oder die heilende Tapferkeit, dass es dann bessere Items gab und dass sich das dann verschoben hat. Durch die Möglichkeit, an neue Items zu kommen, an neue Hitcaps, nicht an Hitcaps, das war auch noch eine Zeit, als es Hitcaps gab. Und tatsächlich auf Trefferwertung gehen musste, da gibt es ja auch alles gar nicht, eine andere Geschichte. Aber dadurch ändert sich das halt. Und ich habe halt geguckt, da ist Frostberg am besten. Das bedeutet aber nicht, dass für mein Equipment der Frostberg am besten ist. Wahrscheinlich ist dem sogar nicht so. Ja? Ganz unabhängig davon, dass ich jetzt echt zurückgefallen bin, weil mir die Artefakt-Power fehlt und weil mir die entsprechenden Relikte fehlen. Davon abgesehen, ist es aber... ich döde. Davon abgesehen ist es aber halt auch einfach so, dass mein Equipment nicht ansatzweise auf dem Stand eines Raiders ist. Also überhaupt nicht. Ja, wenn ein Raider meinetwegen 18 plus hat, 19 plus, habe ich gerade mal 8,7. Ja, also das kannst du vergessen. Also wenn jetzt einer im aktuellen Content ist und, also was ich damit ausdrücken möchte, wenn jetzt einer im aktuellen Content ist und Frostback skillt als Raider oder auch diese Talente, die ich hier kopiert habe, die sind für einen ganz speziellen Charakter ausgelegt, der im Zweifel auch noch, dass ich habe das ja aus von Serenity, habe ich das von Serenity, auf jeden Fall von einem der besten Gilden weltweit, von dem Main Magier der Frostback hat, und da mag es sogar meinetwegen so sein, dass der sich für diese spezielle Skillung entschieden hat, weil er einen ganz bestimmten Progress Boss gemacht hat. Das ist gar nicht diese Casual All-Time Good Skillung ist, ja, also eine Skillung, die du eigentlich immer benutzen kannst und die meistens ganz gut ist. Und davon abgesehen halt, der skillt Frost, weil er einfach an seine Biss-Items kommt und auch gekommen ist. Und ich bin halt von meinem Biss-Item so weit entfernt wie momentan von Paris. Ja, also von daher ist das halt schon, es ist halt schon ein Unterschied. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschieden, dieses Klump und auch den Spec zu kopieren. Einfach weil ich irgendwelche Anhaltspunkte brauche und echt keine Lust habe, da irgendwie Theorycrafting-mäßig dran zu gehen. Ich will einfach eine Skillung haben, die Spaß macht, mit der ich alleine gut spielen kann. Ob die jetzt im Raid den besten DPS bringt oder nicht, sei dahingestellt. Und deswegen spielt es für mich auch einfach gar keine Rolle, ob jetzt meinetwegen die Frost-Spec schlechter ist als die Feuer-Spec. Ja. Also drauf gepfiffen. Also, mir kam es wirklich darauf an, euch auch mal ein bisschen was anderes zu zeigen. Mir kam es darauf an, dass ich ein bisschen mehr Abwechslung habe. Und ich habe hier nicht den Ansporn. Obwohl ich auch gesagt habe, dass ich echt mal wieder Bock hätte zu traden. Ich habe nicht den Ansporn, irgendwie im Damage-Meter auch nur in der Mitte dabei zu sein. Das ist mir echt egal. Ich stehe nicht AFK im Raid-Room. Ich versuche wirklich meinen Beitrag zum Erfolg des LFRs beizutragen. Ich versuche, das Beste aus meinem Charakter rauszuholen, soweit mir das denn möglich ist. Im Moment bin ich schon wieder ein bisschen müde, deswegen mache ich auch eventuell den einen oder anderen Fehler. Das war schon damals immer so. Ich bin auch eine schöne Anekdote. Wir waren damals in Karazhan, das ist jetzt halt auch echt schon 8 Jahre her oder so. Und da haben wir gelernt beim Kumpel. Ja, gute alte Zeiten. Und immer schön mit Übernachtung, und ich hatte mir dann, weil ich schon ziemlich müde war, kurz vorm, beziehungsweise, wie lief das ab, bevor ich euch jetzt irgendwie Schmarrn erzähle? Also wir sind mit Kara angefangen, an einem Freitag, das war ein Freitagabend Kara-Raid, und Freitagabends genau so war es. Freitagabends war es so, dass die meisten Leute wirklich gesagt haben, wir machen einen Clear-Kara rein. Kara war eine relativ anspruchsvolle, große Instanz damals. Das heißt anspruchsvoll, es war nicht anspruchsvoll, aber es war eine große Instanz. Meistens hat man die über mehrere Tage gemacht. Ja, das ist heute auch wieder so eine Sache. Ja, gut, ob das jetzt gang und gäbe jetzt in den aktuellen Raids ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man da gesagt, Freitag Clear One. Das heißt, man hat sich da wirklich 7-8 Stunden Zeit genommen. Oder 9 Stunden. Hat dann abends um 8 angefangen und hat dann wirklich bis 4-5 Uhr morgens durchgezockt.
Und da bin ich tatsächlich beim Zocken, also ich hatte meine Matratze, hab dann meinen Laptop davor gestellt und hab dann auf der Matratze gespielt. Und dabei bin ich im Cara-Raid eingeschlafen, bin dann davon aufgewacht, dass so meine Kumpels damals dann auf die Schulter klopfen mussten. Und ich wurde gleichzeitig noch von der damaligen Raid-Leaderin angeschnauzt. Weil ich war Heiler, glaube ich, und hatte irgendwas nicht decursed, irgendeinen Debuff. Also ich weiß gerade gar nicht genau, was das für ein, vielleicht könnt ihr das, es war auf jeden Fall, wenn man beim Hintereingang ist in Karasan, also wenn man den Hintereingang nehmen würde und dann dort die Treppe hochrennt und dann kommt man, glaube ich, irgendwann zum Kurator, ja, und da waren irgendwelche Viecher und da musste man irgendwas decursen, ich weiß nicht, hat das irgendwie die Trefferchance verringert? Kann das sein? Und da musste ich auf jeden Fall als Heiler irgendwas decursen. Als Priester, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da gespielt habe. Ja, auf jeden Fall hatte ich eine Heilerklasse und ich musste was decursen. Das kann ich noch sicher sagen. Naja, und das habe ich halt nicht gemacht, weil ich halt quasi ein Penner war. Aber Kara war eine geile Zeit, kann ich echt nicht sagen. Also, kann ich echt nicht sagen. Kara war echt toll. Richtig tolle Instanz. Hatte ich wohl meine beste WoW-Zeit, denke ich. Generell hängen echt viele. Das mag jetzt für den einen oder anderen traurig klingen, aber bei mir hängen auch echt viele Kindheitserinnerungen in diesem Spiel. Also, aber bei mir war es halt auch so, ihr müsst euch das nicht vorstellen, dass ich irgendwie alleine nerdig zu Hause rumgehangen habe. Es haben einfach alle meine Freunde haben dieses Spiel gespielt. Alle. Alle. Und es war nicht wenig. Ein Schädling kommt selten allein. Es war einfach, wir waren einfach eine richtig große Nerd-Truppe. Es war irgendwie nicht so nach dem Motto, dass es man allein und vergisst das Essen. Nein, man hat sich da wirklich auch, was ganz wichtig war, für uns damals auch war, dass man das wirklich nicht, was ja heute auch komplett flöten geht, dass man das alles einfach nur noch über Teamspeak macht, merke ich ja selber. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf meinem LAN war. Wenn macht man es über Teamspeak, über Skype, weiß der Kuckuck was und man bleibt an seinem eigenen Platz sitzen. Man ist ja träge. Ja, man hat halt auch keinen Bock, alle seine Sachen abzubauen. Aber früher war das ganz anders. Da war das ein Event. Da gehörte das einfach dazu. Da war das einfach mit das Schönste, dass man da wirklich sein ganzes Equipment hingeschleppt hat. Hat man sich mal wegen irgendwas zu naschen geholt, irgendwie was. Irgendwelche. Ja, Süßigkeiten, Chips, weiß der Kuckuck was. Und hat sich dann einen schönen Abend gemacht. In Gemeinschaft. Das war schön. Ja? Und dann da wirklich schöner Kara-Raid. Wenn man nicht gerade eingeschlafen ist, das hat mir damals unfassbar viel Spaß gemacht. Und das war wohl auch wirklich so meine High-Time in World of Warcraft. Aber wann war das, Karasan? 2008 oder so? Das ist mittlerweile fast 10 Jahre her. Und WoW spiele ich ja seit 2006, seitdem ich 16 bin. Also wirklich seit Vanilla. Also mittlerweile 11 fucking Jahre. Hab in der Zwischenzeit immer mal wieder Pause gemacht. Auch mal 2, 3, 4, 5 Monate. Ich glaube, das längste waren mal 6 Monate. Aber seitdem ich jetzt zum Beispiel auch diesen YouTube-Kanal habe, und das ist jetzt mittlerweile auch seit 6 Jahren, kriegen wir mal was? Natürlich nicht. In dieser Zeit hab ich halt einmal 6 Monate Pause gemacht, aber seitdem ich jetzt wirklich meinen Let's Play-Kanal habe, ist mein Abo dauerhaft aktiv. Ja. Einfach allein schon aus der Tatsache, weil ich ja jeden Tag auch ein Video raushaue bei WoW, die halt oft nur 15 Minuten lang sind. Ich habe jetzt auch lange Zeit schon wieder keinen Überlänge-Part gemacht, was mir auch leid tut, aber ich habe jetzt gerade schon wieder... Keine Ahnung, ich nehme es mir vor und dann kriege ich es zeitlich wieder nicht hin. Es ist halt einfach. Ich habe immer so viel Stress. Ich bin froh, wenn ich so ein Party hinbekomme. Und theoretisch hätte ich das jetzt gut als Überlänge machen können, aber jetzt habe ich es gesplittet. Also von daher ist es jetzt theoretisch auch schon fast zu spät. Wie dem auch sei. Die gute alte Zeit wird nicht wiederkommen und ich bezweifle auch ganz stark, dass... das brauche ich gar nicht bezweifeln. Also so viel Spaß wie damals werde ich nie wieder mit WoW haben. Nie wieder. Das ist allein schon faktisch gar nicht möglich, weil man damals mit ganz anderen Augen geguckt hat. Das ist auch immer das Gleiche, was ich erzähle, wenn Leute sagen, Vanilla wäre besser als Legion, als WoTLK, als Warlords of Draenor. Das ist einfach, man guckt da durch eine rosa-rote Brille. Damals war es so,
Um das jetzt nochmal zum Abschluss in diesem Part zu sagen. Damals war es so, dass, das ist jedenfalls aus meiner Perspektive, war WoW das erste MMORPG dieser Art. Es war das erste richtig große Computerspiel, was ich gespielt habe. Und es war sowieso das allererste Spiel, was ich mit meinen Freunden zusammen in einer Welt spielen konnte. Und das waren so Punkte, die dafür gesorgt haben, die das für mich gerade auch die Vanilla und auch die Burning Crusade Zeit so unfassbar gut war. So unfassbar gut. Aber jetzt zu sagen, content-technisch wäre Vanilla oder Burning Crusade oder WOTLK oder Cataclysm meinetwegen. Auch, es gibt auch Cataclysm-Fans. Auch man kann es nicht nachvollziehen. Aber es gibt Cataclysm-Fans, es gibt auch Dragon Soul-Fans, ja. Nichtsdestotrotz kann ich es, wenn ich es neutral beurteile und nicht durch meine rosa-rote Brille gucke, dann kann ich nicht behaupten, dass Vanilla besser wäre. Oder besser gewesen wäre, oder Burning Crusade besser gewesen wäre als WoTLK, als Warlords of Draenor oder als Legion. War es einfach nicht. Ja. Es hat mir mehr Spaß gemacht. Aber das lag einfach daran, dass Spaß und meinetwegen qualitativer Content nicht unbedingt da zusammenhing. Mir war das egal. Mir war das egal, ob man 20.000 Mal den Mob töten musste, um irgendwie an Gegenstände zu kommen. Mir war das egal, dass die in den Raids meinetwegen das meiste Tank and Spank war. Ja, guckt euch die alten Raids an. Guckt euch die original alten Raid-Videos zum Beispiel so grob an. Mega unanspruchsvoll. Oder dass alle Leute gesagt haben, boah, Akku war damals unfassbar schwer und weiß ich nicht. Das war schwer, weil die Leute auch einfach, die hatten nicht die Erfahrung. Guck dich jetzt meinetwegen, du lernst ja auch mit der Erfahrung. Wenn du jetzt jemanden hast, der in einer der Top 10 World Guilds ist und dort seit Ewigkeiten spielt und meinetwegen alle Addons durchgespielt hat, der lernt ja auch mit der Zeit. Ja? Der lernt zu raiden. Raiden ist ja nicht, du fängst ja nicht mit WoW an und kannst raiden. Das geht nicht. Da gehört so viel zu, vom Teamwork über Klassenkenntnisse und du wächst ja mit dem Spiel. Du wächst ja definitiv mit dem Spiel. Wenn du jetzt jemanden holst, der frisch in WoW reinkommt, der wird dir erstmal erschlagen. Alleine guckt euch die scheiß Map an. Ja, guckt euch die verdammte Map an. Ja, das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Also, ja, wie gesagt, dieser Monolog jetzt nochmal zum Abschluss. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen, wunderbaren Abend. Ich werde mich jetzt in die Kuh hauen. Wir hören uns morgen oder übermorgen, beziehungsweise auf jeden Fall morgen, jeden Tag ein Part. Wir hören uns morgen wieder. Und das ist übrigens ein aktuell aufgenommener. Also wir haben jetzt Samstag, den 10. An diesem Tag habe ich noch einen Part, aber am 11. kriegt ihr diesen Part. Müsste jedenfalls, wenn ich das richtig gerechnet habe, müsste das so sein. Das heißt, theoretisch habe ich jetzt drei Parts, dreimal Nachtfestung. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Also bis zum 13. bis Dienstag gibt es jetzt Nachtfestung und danach gucken, wann ich jetzt, ob ich morgen am Samstag jetzt nochmal Zeit bekomme, nochmal ein bisschen WoW aufzunehmen. Dann schaue ich mal, dass ich vielleicht nochmal hier ein bisschen Weltquests mache. Mal schauen. Wie dem auch sei, liebe Leute, macht's gut. Wir hören uns. Ciao.